You are a rough boy, Eduardo. You are always kicking things. You are the roughest boy in the whole wide world. Eduardo became rougher and rougher. Es gibt viele Bücher heutzutage, die in sehr vielen Sprachen übersetzt werden. Eduardo ist eins von diesen Büchern. Das heißt, die Kinder kennen diese Geschichten sehr gut. Die haben das auf Deutsch vorgelesen bekommen. Das heißt, wenn sie das dann auf Englisch dann auch erleben, die Geschichte kennen sie. Ja, das heißt, es ist dann nicht langweilig für sie. Und die Bilder sind einfach so toll. Sie arbeiten mit. Often Eduardo would forget to wash his face and brush his teeth in the mornings. You are a dirty boy, Eduardo. You are the dirtiest boy in the whole wide world. Eduardo became dirtier and dirtier. Ich finde das dann auch schön, Geschichten aus anderen Ländern zu haben, ja, dass man ein anderes Lebensgefühl bekommt. Ich finde es gleichzeitig auch sehr wichtig, immer als Fachkraft zu reflektieren, welche Werte transportieren die Bücher. Thank you so much, Eduardo, for washing my muddy dog for me. You are so good with animals. And so Eduardo was asked to clean and look after everybody's pets. Hier werden Werte transportiert, die ich für die Personalentwicklung sehr wichtig finde, nämlich, dass man ressourcenorientiert arbeitet. Und das bedeutet, ich gucke, was für Stärken haben die Leute, mit denen ich arbeite, und wie können wir auf diese Stärken aufbauen? The end.